Hallo, ja, heute habe ich mal von wieder was von Teddy mitgebracht. Und zwar, ja, so eine, ne, ja, Nerf-Nachmacher. Ein Billigprodukt von Chinamann. Und zwar ist das der Supermars Max Schaumstoffpistole mit drei Pfeilen. Ja, das Ganze hat 3 Euro gekostet. Soll wohl an Nerf erinnern oder soll wohl genauso funktionieren wie die Pistolen von Nerf. Und ja, wie gesagt, es ist hier ein ziemlich billiges Plastikgerät. Hier steht sogar Teddy drauf, also ist vom Chinamann extra für Teddy gebaut worden. Ich bin mal gespannt, wie die Pfeile so sind, wie sie fliegen. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Holla! Ja, die ist schon nicht ohne, sage ich mal. Die hat so, ja, so einen gewissen Spielpotenzial, sage ich mal. Auch wenn sie billig aussieht, aber die können doch schon mit einigem aber ich sehe gerade, hier steht irgendwie nichts von Reichweite. Nee. Nix mit Reichweite, aber ich schätze mal so 10 Meter macht die garantiert und ballert los. Gut, wir werden sie nachher draußen mal testen. Das mit diesem, ja, Dings hier gefällt mir sehr gut. Und ich gehe mal von aus, da werden bestimmt auch Ersatzpfeile zu bekommen sein. Das dürfte kein Problem sein. Aber das ist hier ein Ding, das gefällt mir schon wieder. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir werden es gleich, ich sage mal, in Action sehen, wie das dann so funktioniert. Also seid gespannt drauf. Wir sehen uns gleich wieder. Gut. Zum guten Schluss nehmen wir die hier und probieren die mal aus.
Ja, so, ihr habt es gesehen. Also, ich sage mal, für 3 Euro. Gut, der eine Fall hier, der ist das Glaube. Der hat irgendwie Ladehemmung oder so. Habt ihr ja auch draußen gesehen. Der funktioniert nicht so richtig. Aber die anderen beiden gehen. Und ich sage mal für... Wow! Ja, da steckt ganz schön Dampf hinter. Ich sage mal, für 3 Euro ist dieses Teil hier gar nicht mal so schlecht. Also ich hätte es mir wirklich schlechter vorgestellt. Und ja, wenn man den ein oder anderen Pfeil vielleicht noch dazu bekommt, dann macht das bestimmt auch Spaß, damit mal so eine Runde, ja, wie sagt man so schön, Räuber und Gendarm zu spielen. So haben wir das früher gemacht. Ich sage mal, für 3 Euro so ein billig Replikat, ja, durchaus lohnenswert. Also ich bin nicht enttäuscht, dass ich die 3 Euro dafür ausgegeben habe. Ich finde das hier eine schöne kleine Spielzeugpistole. Und ja, wer bei euch in der Nähe Teddy hat, guckt doch mal vorbei. Wenn ihr für kleines Geld ein bisschen Spaß haben wollt, kann ich die hier also wirklich schon fast, ja, empfehlen. Ja doch, ich kann sie eigentlich schon ganz gut empfehlen, weil, wie gesagt, mir hat Spaß gemacht mit diesem Teil. Und ja, mal schauen, vielleicht werde ich noch ein paar andere testen. Vielleicht kaufe ich mir auch mal nicht nur die vom Chinamann, die Abklatsch, sondern auch mal richtige Nerf-Dinger. Mal schauen, mal gucken, wie die so sind. Ich habe mich damit bis jetzt noch nicht beschäftigt, großartig. Aber irgendwie finde ich diese Teile doch, ja, lustig. Und wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oder generell einen Daumen da lassen. Könnt auch ein Abo da lassen, würde ich mich auch darüber sehr, sehr freuen. Ja, das war erstmal hier ein etwas anderes Video. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht nochmal nicht so ein gleiches, aber so in der Art so ein Teil nochmal teste. Ich habe da so das ein oder andere schon noch gesehen. Vielleicht hole ich es mir. Seid gespannt. Ich sage jetzt aber erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.